Herzlich willkommen zu Thymesia. Also, ich werde es let's playen und ich hatte es auch schon angefangen. Aber da hatte ich vergessen, den Ton einzustellen. Und deswegen machen die Aufnahmen ohne Ton. Deswegen machen wir es neu. Aber wie ihr seht, es waren 2 Stunden. Dafür geht es am Anfang etwas schneller jetzt. Auf jeden Fall bin ich immer noch sehr gehypt von diesem Spiel. Es macht mir richtig Spaß. Läuft sehr relativ flüssig. Es sieht ja ganz nett aus. Das Kampfsystem macht richtig Bock. Es ist sehr schnell. Der Fokus liegt hier extrem auf dem Parieren. Das sollte man schon beherrschen. So. Säbelangriff, Wunden und Hinrichtung. Verwende RB, um einen Säbelangriff vollführen. So. Verwende, um feindlichen Angriffen auszuweichen. Säbelangriffe fügen Feinden Schaden zu und hinterlassen Wunden bei ihnen. Wunden verursachen vorübergehend Schaden und verheilen nach kurzer Zeit, wenn kein weiterer Schaden erlitten wird. Wenn die Gesundheit und die Wunden eines Gegners auf 0 sinken, werden sie benommen. Nähere dich einem benommenen Feind und verwende RB. Also die Wunden, das sind das Weiße. Und die Gesundheit ist halt das Grüne. Und das Weiße wird sich wieder regenerieren, wenn man nicht weiter auf ihn einschlägt. Parieren, ja, parieren mit LB. Ich werde die Zettel da nicht vorlesen. Ich werde immer einen kurzen Moment warten, bevor ich sie schließe, damit ihr sie lesen könnt, wenn ihr möchtet. Ja, fixieren, das kenne ich schon. Krank anwenden kenne ich auch. Also das hier habe ich ja schon alles gemacht. So, jetzt können wir hier mit RB einen Klauenangriff machen. Mit dem Klauenangriff, die machen mehr Schaden an der Gesundheit. Dafür müssen wir aber zuerst Wunden machen. Oh. Jetzt können wir auch RT gedrückt halten. Und dann können wir ihnen die Waffen klauen. Die wir dann mit Y verwenden können. Aber nur einmal. Und dann ist sie verschwunden. Aber wir können von jedem Gegner Waffen klauen. So, hier ist der Seelenthron. Der Seelenthron ist dasselbe wie bei Dark Souls, das Leuchtfeuer. Hier können wir rasten. Die Gegner werden auch fast alle wieder regeneriert. Außer spezielle Gegner. So wie der da. Der wird nicht regeneriert. Also Gegner, die irgendein besonderes Item fallen lassen oder einen Schlüssel, die werden dann nicht mehr regeneriert. Also kritische Angriffe, die werden mit einer grünen Aura angezeigt und die können wir dann, indem wir LT drücken und die Federn werfen,
unterbrechen. Ja, jetzt, das war ein kritischer Treffer, nur war ich zu langsam. Jetzt hätten wir wieder die Feder werfen können. Jetzt wieder. Und ich verkacke es jedes Mal mit der scheiß Feder. Ja. Und schon wieder zu langsam. Aber egal, wir haben ihn besiegt. So, dann laufen wir nach oben. Ah, Heiltränke haben wir keine mehr. Hallo? Oh. Ja, ein netter Kollege, der macht uns mal direkt platt. Ich vermute, der wird uns später noch mal über den Weg laufen. So, Corvus, endlich bist du wach. Ich hatte mir schon Sorgen um dich gemacht. Du wurdest schwer verletzt. Glücklicherweise hast du es rechtzeitig zurückgeschafft. Corvus, erinnerst du dich an das, was du getan hast? Du benötigst die korrekte Rezeptur, um die Hermes-Antwort nutzen zu können. Offenbar hat deine Verletzung dazu geführt, dass du dein Gedächtnis verloren hast. Es wäre also hilfreich, wenn du beschreiben könntest, woran du dich noch erinnerst. Komm wieder, wenn du hier über deine Erinnerungen im Klaren bist. Du kannst ja bis dahin ein wenig die Beine vertreten. Vielleicht hilft das deinem Gedächtnis auf die Sprünge. So. Dann schauen wir uns hier erstmal nochmal um. Diese Zettel sollte man alle gar lesen, da man von ihnen ja immer ein Erinnerungsstück bekommt. Und zwar das hier, die wir ja benutzen können, um Erinnerungssplitter zu bekommen, die wir benötigen, um aufzuleveln.
So, mehr gibt es hier im Moment nicht zu erkunden. Dann starten wir die erste Mission. Das Bäumemeer. So, hier war ich schon. Bin hier bis zum, vermute ich mal, Endboss gekommen. Bis ich gemerkt habe, dass die Aufnahmen kacke waren. So, aber egal. Stufenaufstieg. Ich gehe zuerst 2 Punkte auf Stärke. So, mit jedem Level, wo wir aufsteigen, bekommen wir einen Talentpunkt. Und ich werde hier zuerst den Schaden der Säbelangriffe erhöhen. Und den Schrittsprung. Nein, hier. Klauen, dann können wir nämlich die Klauen auch schnell ausführen. Hier können wir nämlich hier Angriffe hintereinander machen. So, dann los geht's. Wenn wir 5 Stacks von dem Schwert über der Energieanleiste haben, dann bekommen wir mit den Klauenangriffen bekommen wir Energie. Pro Angriff. Ab 5 Stacks. Das ist auf jeden Fall sehr nützlich. Da haben wir Fähigkeitensplitter bekommen. Die können wir beim Thron auch benutzen, um eine feste Seuchenwaffe zu bekommen oder auszuwählen. So, da haben wir die erste Abkürzung freigeschaltet. So, wir laufen. Und da kamen wir. Wir laufen zuerst hier noch hoch.
Also die Energie durch die Klauenangriffe bekommen wir erst, wenn wir die Fähigkeit auch gelernt haben. Also das Talent. Kollege, mach langsam. So. Erstmal heilen. Hinten die Dinger, die können wir mit den Federpfeilen schön zerstören. So, jetzt können wir die Seuchenwaffen auswählen am Thron. Die Federn brauchen 10 Sekunden, bis sie regeneriert sind. So, dann nehme ich hier die 5er-Kombo von Säbelangriffe. Und ausweichen. Und hier das nehme ich.
ausweichen und zustoßen. So, jetzt können wir hier, haben wir drei Axtsplitter gesammelt und dann können wir hier eine Seuchenwaffe freischalten, die wir dann auch ausrüsten können. Und diese Waffe können wir permanent benutzen, solange wir Energie haben. Also die grüne Leiste unten. So, und dann ist hier jetzt der erste Boss. Ja, und ich darf nicht zu gierig sein. Okay, bei dem funktioniert die Feder nicht. Und da muss man ausweichen. Ja, das mit dem Parieren. So, und das war der erste, ja, kleine Mini-Boss, sag ich mal. So, ich nehme hier zweimal ausweichen nochmal. Können wir zweimal schnell hintereinander ausweichen? Oder einmal kurz und eine längere ausweichen? Und wir können noch eine Seuchenwaffe freischalten, und zwar den Hammer von dem. Und der haut richtig rein. Dann können wir einen Trank aufwerten. Ich erhöhe die Anzahl erstmal. So, dann können wir hier weiter. So, wenn wir hier hochkommen,
ist da hinten ein kleiner Raum, mit dem wir erst den Schlüssel brauchen. Hier können wir die Abkürzung freischalten. So, dann gehen wir zuerst hier oben hin. So, dann gehe ich zuerst mal wieder zurück zum Thron. Ah, wir können doch noch kein Level aufsteigen. Ich dachte, wir könnten. Da ist die Abkürzung, die wir freigeschaltet haben mit der Leiter, die wir runterließen. Heilen, heilen. Ah, verdammt. Ah, weich doch aus, verdammt. So.
ist ja noch mal gut gegangen. Die Tür da unten ist noch verschlossen. Die können wir erst von der anderen Seite öffnen. Wow. So, jetzt gehen wir zuerst zurück zum Thron. Leveln auf. Und füllen unsere Tränke auf. Denn der Speerkämpfer, der wird nicht wieder erscheinen, wenn wir regenerieren. So, ich nehme mal einen Punkt auf solche. Und ich werde jetzt die Fähigkeit der Klauen nehmen, um uns zu heilen. Dann können wir den Trank nochmal aufwerten. Ich werde wieder die Anzahl erhöhen. Ah nein, können wir noch nicht. Und dann nehme ich die Gesundheitsregeneration. Wir haben auch eine Zutat, die Fenchel. Aber das wird sich jetzt nicht lohnen. Ihr Gesundheitsregeneration plus 46 und Lavendel erlittener Schaden 3 Sekunden lang um 3% reduziert. Lohnt sich nicht. Wenn wir den Trank so aufwerten, haben wir direkt plus 100 mehr Leben. Wie ihr seht, jetzt sind die fünf Stacks weg. Ich wollte euch gerade zeigen, dass man sich heilt. Das sind, glaube ich, immer 8 Punkte ab dem 5. Stack. Aber gut. So, jetzt.
Nein, wir gehen zuerst da hinten lang. Also da kommen wir nicht durch, die Tür bekommen wir noch nicht auf. Wer weiß, ob sie überhaupt aufgeht. So, hier waren wir noch nicht. Wow! Raus gehen wir noch zu dieser verschlossenen Tür, die ich euch vorhin gezeigt habe. Dann haben wir hier ein NPC. Und zwar Esmeralda. Corvus, erinnerst du dich an mich? Vermutlich nicht, ich bin Esmeralda. Denke, ich trage wohl auch ein wenig Schuld daran, dass du in dieser Welt bist. Dein Potenzial ist grenzenlos. Vielleicht sollten wir dieses Gespräch als eine Chance sehen. Corvus, gibt es etwas, das du gerne fragen würdest? Ja, wir haben noch keine Fragen, warum auch immer. Hier geht's auch noch nach unten einmal. So, und jetzt sind wir genauso weit, wie ich zuvor war. Dann als nächstes kommt ein Boss. Ach so, wir müssen uns entscheiden, entweder das oder das.
Schwierig, schwierig. Besteht eine Chance von 30% erlittenen Schaden und 10% abzuschwächen. Das nehmen wir. So, solchen Waffen. Und dann können wir die Axt können wir auch noch mal aufleveln. Dann verbraucht sie weniger Energie bei der Benutzung. So, ich werde noch... Moment, Moment, da habe ich doch noch einen Weg vergessen. Hier. Hier geht es noch hoch. Da ist auch noch ein netter Gegner. Ah, hatte sie ein hübsches Lächeln. So. Was nehmen wir, was nehmen wir? Sollen wir Blocken nehmen? Nein, wir nehmen das. So, dann nehmen wir noch einen Trank mehr. Jetzt haben wir 5 Tränke. So, und dann geht es jetzt zum Boss.
Und dann versuche ich mein Glück. Sturmangriff. Leuchtet vor einem feindlichen Angriff ein rotes Licht auf, führt er einen Sturmangriff aus, in dem du nicht parieren, unterbrechen oder ausweichen kannst. Stattdessen muss Corvus den Wirkungsbereich des Sturmangriffs verlassen. Das war knapp. Weich aus, verdammt. Oh. Nein, da war ich jetzt zu gierig. Aber das war mein bester Versuch. Ha ha ha.
Okay, nur noch zwei Halbbänke. Was war das? Oh, ich lebe noch. Ah, verdammt. Der erste Versuch, der war so gut. Okay, die erste Runde war ja soweit gut. Zweite Runde. Nein, nein, bitte nicht, komm, komm, komm. Boah.
Nein, 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 weg, weg, weg. Wow. Jawohl, jawohl, ich hab ihn, ich hab ihn. Puh. Oh, Herz von Odur. Aufheben, Pesthauch, Pesthauch. Puh. Jawohl, Leute. Das war richtig gut. Das war richtig gut. So. Puh. Geil. Also, wenn ich die versuche, von den alten Aufnahmen mitrechne, waren das locker 20. Also sagen wir 15 bis 20. Sonst ist nichts geschehen. Ja, jetzt, Moment. Vielleicht kann ich jetzt, also mit Esmeralda reden. Hm. Mal schauen, ob man den Level wiederholen kann. Mit Esmeralda habe ich ja immer noch nicht geredet. Also noch keine Fragen gehabt. Wow, ich bin immer noch ganz nervös, ey, verdammt. Was ist das? Langanhaltender Trank. Du besitzt nun einen langanhaltenden Trank. Kann im Tränkemenü ausgerüstet werden. Längere Nutzungsdauer von Tränken. Heilung erfolgt über einen gewissen Zeitraum hinweg. 150% Heilungseffektivität. Na so, was ist mit dir? Ausruhen, Seelendrohnenmenü. Ja, das machen wir. Erstmal Stufen aufsteigen hier. So, Stufe 10. Wir machen einen Punkt bei Seuche. Nein, komm, wir machen einen Punkt Vitalität. So. Dann haben wir hier einen Talentpunkt, den wir noch vergeben können. Parieren. Die Paradedauer wird erhöht. Der verursachte Parierschaden wird jedoch reduziert. Erhöht den Parierschaden. Schwierig, schwierig. Ausweichen. Ah, der Schrittsprung. Wir nehmen mal den Schrittsprung für die Schwerkämpfer hier. Wir können ja jederzeit umskillen, wie wir wollen. Wir können die Punkte ja entfernen und neu setzen ohne Probleme. So, was haben wir hier? Möchtest du Pesthauch? Er verursacht eine Staubexplosion und wirft Feinde in der Nähe zurück. Du erhältst einen Stapel Pesthauch-Buff. Pesthauch-Korvus verschwindet beim Ausweichen und kann unbegrenzt Ausweichmanöver vollführen. Okay. Interessant. Vergessene Feder einsetzen. Wenn du die vergessene Feder einsetzt, werden Korvus, Stufe und Attribute zurückgesetzt. Ach so. Okay. So, Leute. Machen wir Schluss für heute.